Jo Leute, Adrian hier. Herzlich willkommen zu meinem Short-News-Format. Jede Woche Sonntag versorge ich euch mit den Gaming-News aus der Woche. Also legen wir gleich los. Sony announced 3 TV-Serien. Mit Horizon, Gran Turismo und God of War will Sony gleich 3 ihrer Videospiel-IPs auf die TVs bringen. Halo und Witcher haben ja bereits gezeigt, dass das ziemlich erfolgreich sein kann. Im Moment laufen noch die Dreharbeiten zur The Last of Us-Serie, weshalb wir wahrscheinlich auf die neuen Serien noch ein bisschen warten müssen. Sony will die Serien wohl ein bisschen diversifizieren, weshalb Horizon auf Netflix, God of War auf Amazon und Gran Turismo im klassischen TV rauskommen soll. Diablo Immortal wird nicht in Belgien und den Niederlanden erscheinen. Blizzard hat bis jetzt noch kein offizielles Statement abgegeben, warum in den beiden Ländern das Spiel bereits vor dem Release aus den Stores verschwunden ist. Es ist davon auszugehen, dass es mit den Lootboxen im Ingame-Shop zusammenhängt. Viele Free-to-Play-Titel erscheinen in Belgien und den Niederlanden nicht, weil diese Lootbox-Mechaniken dort als Glücksspiel gelten. Der erste Schwung der Juni Xbox Game Pass-Titel wurde announced. Mit an Bord sind dieses Mal Assassin's Creed Origins, For Honor, Chorus, Discroom, Ninja Gaiden und Spacelines from the Far Out. Pünktlich zum Game Pass-Release hat Ubisoft auch ein 60fps-Update für Assassin's Creed Origins rausgebracht, also können wir es jetzt auf unseren Xbox Series X und Series S mit 60 FPS genießen. Das wird aber bestimmt nicht alles für diesen Monat gewesen sein, denn auf der offiziellen Xbox News Seite endet der Artikel mit folgendem Satz. We are not done for June, so keep an eye on the Wire or PC and Xbox Game Pass Twitter and Instagram for more games, more releases dates and possibly a few surprises now and again. We'll see you on June 12th. For the Xbox and Bethesda Games Showcase and back here soon. Cheers! Wir sollten also sehr gespannt auf den 12. Juni sein, wenn das Xbox und Bethesda Showcase stattfindet. Wir werden mit Sicherheit viel Content bekommen, den wir erwarten, aber vielleicht bekommen wir auch den ein oder anderen Shadow Drop für den Game Pass. Auf dem Warhammer Skulls Event wurde ziemlich viel Warhammer vorgestellt. Fans der Marke dürfen sich auf ziemlich viel Neues aus dem Warhammer-Universum freuen. Material zu sehen gab es von Total War Warhammer 3, Darktide, Space Marine 2, Vermintide 2, Boltgun, Warpforge, Chaos Gate, Demon Hunters, Blood Bowl 3, Shooters, Blood and Thief und Inquisitor. Mein persönliches Highlight von dieser Präsentation war allerdings Boltgun. Ein pixeliger Doom-like-Shooter mit viel Action, mit knalligen Farben, mit schöner pixeliger Grafik, hat mir zugesagt, auch ohne ein riesen Warhammer-Fan zu sein. Wolfenstein ist im Epic Games Store diese Woche kostenlos. Um genau zu sein, handelt es sich um das von Cinemax entwickelte New Order aus dem Jahr 2014. Es war seinerzeit auf den Game Awards nominiert in der Kategorie Best Shooter, also macht ihr mit einem Grab wahrscheinlich nichts falsch. Mir wurde berichtet, dass es sich wohl um eine gecuttete Version des Spiels handelt, das konnte ich jetzt aber noch nicht selbst überprüfen. Das müsst ihr also selbst herausfinden. Nintendo hat uns einen Trailer zum nächsten Pokémon gezeigt. Pokémon Scarlet und Violet soll gerüchtemäßig im Spätsommer auf den Markt kommen und in dem Trailer sehen wir nicht nur die Landschaft oder die Spielwelt, in der das Spiel stattfindet, sondern auch 2 neue legendäre Pokémon. Typischerweise kann man nur 1 pro Version fangen. Und natürlich ist auch dieser Pokémon-Ableger wieder exklusiv auf der Nintendo Switch zu spielen. Atomic Heart verschiebt sich laut einem Insider auf 2023. Entwickler Mantfish hat es zwar noch nicht offiziell bestätigt, aber scheinbar erleben wir es schon wieder und es wird ein weiterer Titel, auf den wir warten, auf nächstes Jahr verschoben. Es hätte mich aber tatsächlich ein bisschen verwundert, wenn das Spiel des russischen Entwicklers pünktlich erschienen wäre. Geplant ist es als Day One Game Pass Titel und was wir bisher von dem Spiel gesehen haben, fand ich richtig, richtig gut. Ich bin mir auch nicht sicher, wie weit die Sanktionen des Westens gegen Russland den Release bei uns von diesem Spiel beeinflussen könnten. Ich vermute aber mal, dass es theoretisch sein könnte, dass dieses Spiel bei uns überhaupt gar nicht erscheinen wird. Auch Sega lässt einen neuen Trailer springen. Nachdem er mit dem Sonic-Film einen riesen Erfolg gefeiert hat, der zweite Film bereits in den Startlöchern spielt, mit Sonic Origins eine Retro-Collection angekündigt hat, will man jetzt mit einem Fullscale, AAA, wie auch immer, großes Spiel nachlegen. Im Trailer zu Sonic Frontiers können wir schon erahnen, dass wir uns auf Open-World-artiges Gameplay freuen können. Bisher sieht das Ganze auch wirklich vielversprechender aus und ich werde es definitiv mal auschecken, wenn es soweit ist. Verbraucherschützer fordern die Regulierung von Lootboxen. Insgesamt 20 Verbraucherschutzorganisationen aus Europa, darunter auch eine deutsche, kritisieren Lootbox-Mechaniken in Videospielen. Allem voran dient FIFA als Negativbeispiel. Das echte Sportsimulations-E-Sport-Spiel, was überhaupt kein E-Game ist, soll nämlich süchtig machende Mechaniken verwenden, um den Spielern das Geld aus der Tasche zu ziehen. Hoffentlich sind wir uns darüber einig, dass kostenpflichtige Lootboxen nicht zu Videospielen gehören sollten und hoffentlich hat die Aktion auch irgendwo einen Erfolg. In einigen Ländern, wie bei der Diablo Immortal News von gerade eben, sind diese Lootboxen bereits verboten.
Sony kündigt das Ende der PlayStation 4 an. Ursprünglich war das Ende mal für 2021 geplant, aber durch die Chipkrise, mangelnde Verfügbarkeit der neuen Konsole, hat man sich jetzt darauf geeinigt, dass man bis 2025 neue Spiele für die PlayStation 4 noch auf den Markt bringen wird. Damit wäre die PlayStation 4 dann insgesamt 12 Jahre im Dienst gewesen. Dass Sony und Microsoft sich bis aufs Blut bekämpfen, mehr oder weniger, ist das auch irgendwo ein Anzeichen dafür, dass die Xbox One ähnlich langen Support erhalten wird. Die PlayStation 4 hat sich über 100 Millionen Mal weltweit verkauft. Und diese 100 Millionen Systeme könnten alle potenziell Spiele kaufen in den nächsten Jahren. Es wäre auch irgendwie blöd von Sony, das liegen zu lassen, wenn man nicht genug PlayStation 5 verkaufen kann, um seine neuen Spiele zu verkaufen. Man will seine Spiele auch einfach nicht hängen lassen während dieser Angebotskrise. Und wenn wir schon bei Sony sind, das PlayStation State of Play Event fand jetzt am 2. Juni statt. In einer 30-minütigen Trailer-Compilation konnten wir um Mitternacht unserer Zeit sehen, was PlayStation in nächster Zeit für uns zu bieten hat. Der Fokus der Präsentation war auf Projekten von Third-Party-Entwicklern. Zu sehen gab es das Resident Evil 4 Remake, Spider-Man Remastered für den PC, Stray als Day One PlayStation Plus Titel, The Callisto Protocol, Roller Dome, Eternites, Street Fighter 6 und Final Fantasy 16. Außerdem wurden noch 4 Titel für die PlayStation VR 2 vorgestellt, und das waren Resident Evil 8, Walking Dead Retribution, No Man's Sky und Horizon Call of the Mountain. Die Highlights von dieser Liste für mich persönlich sind Street Fighter 6, das Resident Evil 4 Remake und der Callisto Protocol. Es gab einiges an Verwirrung, weil am Ende der Trailer nur das PlayStation 4 und PlayStation 5 Logo gezeigt wurde. Viele Zuschauer haben das als Zeichen dafür genommen, dass es eine Konsolenexklusivität für die PlayStation geben könnte bei diesen Spielen. Natürlich zeigt PlayStation auf seiner Veranstaltung nicht das Xbox Logo. Callisto, Street Fighter 6 und das Remake von Resident Evil 4 sind alle drei Multiplattform-Spiele. Heißt, sie kommen auf PC, auf Xbox und auf PlayStation raus. So, das war's wieder für diese Woche und meinen Short News. Wenn euch meine Videos gefallen, dann lasst mir doch ein Like und ein Abo da, und dann sehen wir uns nächsten Sonntag wieder genau hier. Ich mache auch noch andere Videos als dieses News-Format, also schaut doch einfach mal rein, und dann bis dann.